Herzlich willkommen hier wieder bei Fight Manager, liebe Kampfsportfreunde. Und heute zu Gast habe ich den mehrfachen hessischen und südwestdeutschen Meister im Boxen. Ex-Kickboxer und Thai-Boxer. Er hat da im Profibereich gekämpft. Bundesliga-Trainer für Kaderathleten. Und ja, er ist eigentlich unumstritten zurzeit der Präsident des hessischen Boxverbandes. Herzlich willkommen, Daniel Tischer. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Dass du auch Zeit hattest, jetzt zu kommen, und wir wollen natürlich ein bisschen auch wissen, was momentan gerade so im Hessen im Boxbereich läuft. 2020 haben wir beim Colonia-Turnier 4 Athleten gestellt. Das war ja das internationale Turnier, das letztes Jahr in Köln stattgefunden hat, und waren mit 2 Damen und 2 Herren vertreten. Die haben auch sehr toll dort geboxt. Wir haben eine Silbermedaille und eine Bronzemedaille geholt. Mhm. Im Jugendbereich waren wir 2020, weil eben durch Corona und nicht viel geboxt wurde, deutsche Meisterschaften wurden abgesagt, waren wir eben ein bisschen lahm. Es ist eben nicht viel stattgefunden, und wir hoffen, dass jetzt 2021 das wieder ganz normal läuft und die Kaderathleten, auch unsere C- oder D-Kaderathleten, ja, sind eigentlich in der Vorbereitung für das Jahr 2021. Sehr gut. Ihr wart in Köln, da war ja auch noch die Weltmeisterschaft der WIBF, der Frauen. Und ja, die Location ist im Grunde genommen sehr schön. Also das ist ja eigentlich die Motor World in Köln. Wenn da Publikum drin ist, dann brennt die Hölle, ne? Natürlich. Es ist ja das Pendant zum Chemiepokal. Früher hatten wir ja dieses traditionelle Turnier, das war der Chemiepokal. Wurde irgendwie aufgrund dessen, dass es nicht mehr finanzierbar war oder der Verband, ja, der Landesverband das eben auch nicht mehr machen wollte, ist das eben dann zum Colonia Cup in Köln dann rübergeschwappt. Ja. Und ist, glaube ich, das zweite Mal jetzt auch gewesen. Und wir haben ja nach dem Colonia Cup, glaube ich, an dem Sonntag dann eine Profiveranstaltung, wie du ja sagst. Ja, von Petco, genau. Genau, richtig, die Christina korrekt. Hammer hat da, glaube ich, den Hauptkampf gemacht. Da habe ich sogar gesprochen, ja. Ey, toll. Ja. Auf jeden Fall ist die Christina Hammer eben auch interessant für unseren Verband, also sprich den DBV, Deutschen, ja, Boxverband, weil eben Profis ja auch jetzt wieder ins olympische Boxen zurückkommen können, einmalig. Und mit einer Christina Hammer haben wir natürlich ein Hammer-Mädchen da, was vielleicht für die Olympiade sich auch qualifizieren kann. Ja, genau, da war ja die sozusagen die Information, wurde bekannt gegeben, dass sie für Olympia kämpfen möchte. Wie ist das? Also wenn jemand im Profibereich kämpft und dann aber für Olympia kämpfen möchte und Titel trägt, müssen die dann nicht zurückgegeben werden? Temporär? Also da bin ich jetzt überfragt ein bisschen. Also meines Wissens ist es so, dass die Boxer keine Titelverteidigungen machen können, ja, weil du hast ja eine gewisse Frist. Das obliegt aber dem Verband wahrscheinlich, dass er sagt, hier, du bist dann eben Weltmeister in Wartestellung. Gibt es ja, hat es ja bei dem Vitali Klitschko, genau, auch gegeben, ja, dass man eben in Wartestellung ist. Das kommt wahrscheinlich von Verband zu Verband verschieden. Okay. Man kann aber auch nur einmal von den Profis zum olympischen Boxen zurückkommen. Also das heißt, ich kann nicht jetzt von den Profis olympisches Boxen machen und dann wieder zu den Profis und dann wieder olympisches Boxen. Also diese Möglichkeit. Dieser Spagat geht nicht. Ja, genau, das gibt es nur einmal. Ja. Es müssen eben auch diese Qualifikationsturniere geboxt werden. Und meines Wissens muss sie auch die Nummer 1 in ihrer Gewichtsklasse in Deutschland sein. Das heißt, sie hat viel vor eigentlich jetzt. Also sie muss jetzt, wir haben ja auch vor dem Gespräch hier, ja, darüber gesprochen, dass jemand, der im Amateurbereich, oder besser gesagt, jetzt nennen wir es olympisches Boxen, das hört sich auch sehr gut an, ist auch wirklich, es geht ja auch um den Sport, der wirklich sehr viel am Trainieren ist, sehr viel am Kämpfen ist, damit er sich dann auch über die verschiedenen Distanzen sozusagen qualifizieren kann für so eine Olympiade. Natürlich, richtig, oder? Es ist ja ein Riesendruck für den Boxer. Ja. Also ein Amateur und Profis, wie wir es früher genannt haben, weil das wird dem von der Klassifizierung gar nicht gerecht, weil ein Amateur ist nicht weniger ein Profiboxer wie ein Profiboxer. Deshalb haben wir das ja auch umbenannt in olympisches Boxen. Die olympischen Boxer sind über das ganze Jahr im Stress. Also wenn wir zum Beispiel jemanden für eine Olympiade-Qualifikation hinbekommen, hat er erstmal mindestens regional sich qualifiziert, ja, dann hat er sich in Deutschland durchsetzen müssen und dann muss er erstmal international
diese Qualifikationsturniere boxen. Reicht ihr das dann eigentlich auch? Weil das ist ja es wurde ja verschoben von 2020 auf 2021. Normalerweise werden die Turniere in London, was ja zum Teil auch stattgefunden hat, ja, und dann in Paris. Also okay, man hat gesagt, in London machen wir die europäische Qualifikation. Ja. Waren die Spitzenathleten von Europa, die sich dann hätten qualifizieren können. Und ja, haben sich auch einige qualifiziert. Also ein Deutscher ist ja qualifiziert. Dann hätte es die Weltquali gegeben und die wäre dann in Paris gewesen. Okay. Aber Weltquali bedeutet also wirklich von allen Ländern? Von allen Ländern, aber natürlich die, die in ihren Kontinenten es nicht geschafft haben. Ah ja. Also, okay, weil die Asien oder die Amerikaner oder die haben sich ja dann in ihren eigenen Qualifikationen schon, oder Europa, haben sich ja qualifiziert, die ja, Top-Leute. Und dann werden die Welt, was ja danach den Kontinentalqualifikationen kommt, dann in der Weltqualifikation für Olympia nochmal präsentieren können, dass es da eben auch Boxen. Genau, es gibt ja da verschiedene Gewichtsklassen natürlich. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die asiatischen Länder, die sind ja alle ein bisschen so feiner. Also gibt's da, weißt du das gerade? Also mir ging das jetzt gerade durch den Kopf. Ja, also es ist jetzt gibt's da so Schwergewicht auch? Also? Ja, ja, die Inder, die haben ganz starke Boxer auch im ja, Schwergewicht, also gerade die aus Indien. Es ist so, dass wir ja jetzt früher 12 Gewichtsklassen hatten. Das wurde ja dann minimiert auf 10 Gewichtsklassen, weil wir dann auch 3 Frauengewichtsklassen im olympischen Boxen bekommen haben. Ja. Jetzt ist es so, dass wir diese 8 Gewichtsklassen und 5 Frauengewichtsklassen bekommen. Okay. Das heißt, es wird jetzt immer ein bisschen enger von der Menge der Gewichtsklassen. Natürlich, man hat ein gewisses Kontingent an Boxern und Boxerinnen, die bei Olympia starten dürfen. Ja. Und es ist genauso, wie wenn wir jetzt 12 Gewichtsklassen haben. Und die Anzahl an Boxern, die haben wir jetzt in 8 und 5 Gewichtsklassen von Frauen und Männern, aber immer noch dieselbe Anzahl an Boxern, ja, um dann eben die jeweiligen Olympiasieger zu boxen. Jetzt sind natürlich die Gewichtsklassen ein bisschen differenzierter dann, sprich, dass manche Gewichtsklassen eben wegfallen und dann eine andere Gewichtsklasse fressen, sage ich mal. Mhm. Und dann ist die Differenz natürlich, du weißt ja selber, du bist ja Kampfsportler, dass wenn einer dann 2 oder 3 Kilo dann noch mehr wiegt, dass das dann ein bisschen schwierig wird. Dieses, absolut. Sehr wird sehr oft unterschätzt. Natürlich, auch, natürlich. Und dieses Halbfliegengewicht, wo du angesprochen hast mit den Asiaten, das ist natürlich so eine Zwittergeschichte, weil da welcher Europäer hat 46 Kilo, gell? Also da musst du wirklich ein Hungerhaken sein. Ja, genau. Ja. Und das ist jetzt in der Kunst der AIBA, unserem Weltverband, jetzt dem IOC, ist ja bekannt, dass die AIBA... Die sind ja in Lausanne, oder? Genau, in Lausanne in der Schweiz. Ja. Kennst du ja? Mein Heimatland. Ja, ja. Und es ist wirklich so, dass die Qualifikationssysteme wirklich kompliziert sind und sich eben geändert haben, weil die AIBA, das unser Boxweltverband ist, ja nicht verantwortlich für die Qualifikation der Olympischen Spiele jetzt eben... benannt ist. Ja, wie ist das mit, wir haben ja verschiedene Kämpfe jetzt auch im 2020 gesehen, jetzt die in Amerika stattgefunden haben und da ist schon ein richtig großes Tempo dabei bei den Kämpfern und auch eben Geschwindigkeit und auch Reflexe, also toll, toll. Es ist Wahnsinn, das ist ja auch oder? Dieser Unterschied zwischen Profis und Amateure. Ja. Bei den Amateuren sind eben diese 3x3 Minuten oder 4x2 Minuten bei den Frauen, dass man eben in der Zeit sein komplettes Repertoire abrufen muss. Mhm. Das mit dem Taktieren und Unboxen und das ist natürlich eine Sache, die da hast du 2 Runden verloren und dann kannst du die Fahnen streiten. Ja, ja, bei den Profis ist natürlich anders, da ist dieses Taktieren, dieses Müde machen, dieses auf den Gegner eingehen, seinen Kampf bestimmen und natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Deshalb sage ich auch, die Amateure, die über das ganze Jahr trainieren, die ständig fit sein müssen. Man sagt ja, ein Sportler hat vielleicht 2, 3 Höhepunkte, die er sich antrainieren kann, damit er wirklich absolute Spitzenleistung bringen kann. Ist natürlich schwer, wenn ich 5 oder 6 Turniere gewinnen muss, um bei Olympia boxen zu können und ich habe nur 3-mal die Möglichkeit, eigentlich mein absolute 100% abzurufen. Absolut, ja. Wenn ich in dem Jahr auch noch die Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften habe. Wir haben zum Beispiel bei den letzten deutschen Meisterschaften haben wir alle
Olympia-Kaderathleten nicht bei der deutschen Meisterschaft boxen lassen, okay, damit sie nicht diesen Höhepunkt haben und diesen Druck, sondern sich auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele vorbereiten können. Während ein Profi, der sich auf einen Kampf, auf einen Gegner, nicht auf vier oder fünf, oder sich vorbereitet, dann, wenn er dann eben maximal vorbereitet ist, seinen Höhepunkt hat, danach aber auch schön kompensieren kann. Das ist total spannend, weil wenn man dann auch so Kämpfe anguckt und man sieht teilweise im Schwergewicht auch, ja, Deontay Wilder zum Beispiel, Fury, das war ja ein Wahnsinnskampf, der war ja unschlagbar eigentlich, der Deontay. Also der seiner Statistik hat gesagt, ich mache alle fertig. Und dass man dann auch versteht, dass die Leute taktisch die ersten Runden boxen und einer dann irgendwann mal anfängt, auch sein komplettes Repertoire preiszugeben. Klar. Und dann geht's rund, oder? Ja, klar. Jetzt gerade der Wilder, weil du den ansprichst. Beim Otis hat er ja die ersten Runden alle verloren. Also der ist ja so technisch eigentlich, oder beim Fury ersten Kampf hat er für mich auch die ersten Runden alle verloren. Deshalb war es ja auch das Unentschieden. Ja, ja, genau. Der verlässt sich ja nur auf seine Bombe da, was er da hat. Gell? Ja. Und es ist wirklich so, dass man im Boxen, sagen wir auch immer, dass man der K.O. kommt. Den darf man nicht rufen, auf den darf man nicht bestehen. Und das hat der Wilder jetzt auch wieder mal präsentiert. Der wollte eben durch K.O. gewinnen, der kann nur durch K.O. gewinnen, weil er nach Punkten gegen einen Fury oder gegen Otis, den Otis hat, der Otis ist ja, hat er ja zweimal weggehauen. Aber ein Superbox eigentlich. Der ist klasse, also, der hat für mich auch diese Kämpfe gewonnen, aber der Sieger ist eben der, wo am Ende noch steht. Und da hat er weiter natürlich seine Bombe ausgepackt, ja, hat den Kerl da dann auch weggepumpt. Ja. Der King Kong heißt er ja, glaube ich, der Kampfname. Und beim Fury ging das eben nicht. Der Fury, der ist ja ein Knaller. Der erste Kampf, wie er den einen Knock bekommen hat. Stehen von 100 Leuten, da stehen 101 nicht mehr auf. Gell? Wenn man das so prozentual anguckt, aber Fury ist außerirdisch. Das ist eine Knaller, das ist eine Maschine. Und diese Beweglichkeit mit dieser Größe, also ich staune jedes Mal. Ja, und diese Unorthodoxe. Weißt du, wenn ich überlege, gegen einen super Techniker wie Gypsy King, oder? Oh, den liebe ich. Also da geht mir einer ab. Deswegen der Kampf, der jetzt dann kommt. Also oh, das wird ein Knaller. AJ, ist eher so ein schöner Boxer, also so ein... Der hat auch technisch... Athletisch ist der... Der hat auch technisch, das hast du ja gegen den Royce gesehen. Ja. Der erste Kampf, da wollte er unbedingt den K.O., den hat er gesucht, wie der Wladimir Klitschko früher. Gell? Ja. Der hat ja auch immer den K.O. gesucht und dann durch diese K.O.s ist er ja schlau geworden. Gell? Da hat er dann seinen Arm raushängen lassen, hat dann alles eben über die Runden gemacht. Und, aber er hat über die Runden geschafft am zweiten Mal. Respekt. Also hey, ich meine, das ist AJ. Das war wirklich toll. Ja. Und Tyson Fury, den kannst du auch mal runterhauen, der kommt wieder hoch. Ja, das ist nicht so einer wie der, in Anführungsstrichen, wie der Klitschko oder wie der Joshua, die wo dann einen sterbenden Schwan machen. Ja? Und der Tyson Fury, der kriegt einer auf die Birne, fällt um und steht wieder auf und hat ja auch diese lange Ringabstinenz gehabt, hat ja gleich gegen Weltmeister dann boxen wollen, hat ja vorher erst einen Kampf gegen unseren Italiener da gemacht, gegen unseren deutschen Italiener, den er über 12 Runden geboxt hat. Der Panetta, der hat ja erstmal 12 Runden einen Kampf gemacht und da ist er über die, oder zwei Kämpfe, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich bin da jetzt nicht mehr, also aber nicht jetzt gegen die absolute Weltelite. Und dann stellt er sich dem Monster, dem Wilder, da scheiße ich mir ja jetzt noch in die Hose, wenn ich nur an den Typ denke. Der ist schon ein Knaller. Aber der Tyson strotzt vor Selbstvertrauen und ich denke mir, das ist auch das, jetzt du als hessischer als Boxpräsident eigentlich, hast du doch auch viele Leute um dich rum, die einfach auch das ausstrahlen, diese Gewinnermentalität, diese ich möchte gerne und ich möchte auch international bekannt werden. Ich glaube, du hast auch, oder du trainierst den Luca? Den Luca Cicquinci, ja, ganz toller Junge. Seit neuestem? Er ist eben erst 19 Jahre, dem fehlt noch die Männerkraft, aber sonst hat er alles, der bringt alles mit. Sieht toll aus. Das sind seine Gürtel. Das sind seine Gürtel, ja. Ist ein ganz toller Junge. Ja. Der hat natürlich mit seinem Papa einen super Support, der ja auch vom Boxen kommt. Genau, also, in den 80ern hat er ja geboxt. Nämlich ja, der Anfang Papa, der war ein Knaller, ja. Eben. Und der Sohn ist eben, wie gesagt, erst 19, ist in so einer hohen Gewichtsklasse, hat kaum nennenswerte Amateurqualitäten, weil der ist ja gleich ins harte Profigeschäft, hat ein paar Amateurkämpfe gemacht, ist ein sehr starker Kickboxer gewesen, hat dann eben sich dem Boxen
verschworen. Wir haben ja vorhin darüber geredet. Wir haben ja auch ganz verschiedene Kampfsportarten, aber Boxen ist eben, da bleibst du hängen. Ja? Das irgendwie ist wie, bleibst du hängen, ja, richtig. Ja, und wenn jetzt mein Luca die Männerkraft bekommt, sehe ich wirklich einen Boxer, der ein bisschen was in der Birne hat, der wohl lecker aussieht, wo aus Deutschland kommt noch und wo eben auch die Qualität hat, ganz oben mitzuboxen. Und da freue ich mich jetzt auf die nächsten Jahre. Ja. Wie siehst du das so jetzt, wenn wir zurückgucken, das Boxen vor, keine Ahnung, 30 Jahren und das Boxen heute? Was sind hier die Unterschiede? Ja, also früher hat man erstmal ganz andere Handschuhe angehabt. Kannst du dich noch an die Haros-Handschuhe erinnern? So, da hat man immer noch so die Handschuhe und so. Und da hat jeder dann immer ich habe da noch Baseball gespielt, muss ich sagen. Da hat jeder immer so eine verblutete Visage gehabt. Okay. Die Cuts waren da bei jedem Kampf. Und die sagen auch alle, die Alten, früher war es härter. Ja. Ich meine, dass... Bare Knuckle. Oder? Ja, genau. Ich meine, dass sich das Boxen weiterentwickelt hat. Also, dass die Athleten, die wo jetzt im Ring stehen, die richtig, also ich rede jetzt von den Athleten, wo man sagen kann, Athleten, also nicht so dieser en gros, wo nur in den Ring geht, um mal zu gucken, dass er mal geboxt hat, sondern die, wo wirklich Leistung bringen, dass die sehr gut trainiert sind, dass gerade im Profibereich sehr viel taktiert wird, wie ich es dir gesagt habe, dass der Boxertyp, wie man selber ist, bin ich jetzt ein Verteidigungsboxer, bin ich Angriffsboxer. Dass man auch seinen Stil und sich selber und, bisschen auch findet, den, oder? Dass man, dass man den dann auch boxt beim Boxen. Und dass da eben die Verletzungen auch nicht so stark sind. Also wir haben ja, ich bin manchmal bei Profiveranstaltungen, da gibt es kein K.O. Und dann bist du bei einer anderen Veranstaltung. Da gibt es nur K.O.s. Da fallen die wie die Mücken, ja. Aber ist das dann, liegt es am Matchmaking oder liegt es an der Qualität der Boxer und Boxerinnen? Man muss ja wirklich so sagen, wenn man im Profibereich ein bisschen Ahnung hat, dass man einen Boxer aufbaut. Das ist auch legitim. Das ist auch richtig so, dass man die Boxer nicht verbrennt. Wir haben ja vorhin gesagt, beim MMA, wenn die Leute mal 5 oder 6 Jahre in der Weltspitze waren, wo sie sich wirklich jedes Mal so richtig eins in die Schnauze hauen, wo sie wirklich an ihr Limit gehen, da sind die ausgebrannt. Und im Profibereich, bei uns sind ja Mayweather oder Pacquiao oder so, oder Oscar De La Hoya will jetzt wieder zurückkommen. Mike haben Tyson. Wir gehört, ja, mal gucken. Ne? Und die haben 20 Jahre Karriere. Also die haben wirklich einen ganz langen Ablauf in ihrer Karriere, wo sie wirklich auf höchstem Niveau sich auch auslasten, weil sie eben nur 3 oder 4 Mal im Jahr kämpfen. Mhm. Weil sie eben das auch, ist ein Unterschied, ja. Ja, weil du trainierst ja auch dann auf deinen Gegner hin und dementsprechend hast du deine Taktik. So ein Wider, mit dem würde ich zum Beispiel kein Halbdistanzboxen machen, weil sonst haut er mir die Birne weg. Ja? Mhm. Oder man muss eben, oder man ist jetzt ein bisschen mehr auch ein bisschen, dass man auf die Technik achtet, man achtet ein bisschen auf die Erkenntnisse, die man über die Jahre jetzt auch gesammelt hat. Man hat auch die Möglichkeit, seinen Gegner zu studieren. Aber hallo. Besser als früher. Dann musste man immer vor Ort sein, da war alles im Versteckten. Ich guck schon, wie der seine Füße bewegt. Ich guck, wie der seine Hüfte reindreht, wenn der schlägt. Apropos Füße bewegen. Die Regeln der Neuzeit wurden ja von James Fick, das ist ein Fechtmeister, er stellt es ja total spannend. Also was hat Fechten, also ich kann es mir natürlich sehr gut vorstellen, aber ich frage dich jetzt, was Fechten und Boxen liegen doch sehr eng beieinander. Natürlich. Wir haben ja eine Führhand, das weißt du ja. Wir haben ja eine Führhand, mit der wir alles delegieren. Also wo wir uns anfühlen, wo wir anboxen. Ja. Und so ist es ja auch beim Fechten. Die stellen sich ja genauso wie wir hin. Also wenn ich jetzt Rechtshänder bin, und dann habe ich meinen linken Fuß vorne und meine linke Hand. Ja. Und so arbeiten die ja auch. Die haben nie den rechten Fuß und dann die linke Hand vorne. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's beim Boxen auch nicht. Du kannst nicht Linksauslage boxen, wenn der rechte Fuß vorne ist. Ja. So ist es. Gut, bei den Fechtern ist eben weniger die Schlaghand dann in Gebrauch. Aber sie treffen ja auch. Und die treffen aber mit der Führhand. Sie gehen eben weniger dann auch seitlich, aber du musst mal gucken, wie die sich im Oberkörper bewegen. Ja. Wir haben ja auch diese, die haben ja auch dieses Distanzboxen, Fechten. Man sieht ja auch oft, dann, wenn einer so ein Angriffsfechter ist, so wie beim Boxen eben. Gell? Nur eben die Schlaghand, die bleibt dann im Säckel beim Degenfechter oder Florett oder was. Wie ist das mit, wir hatten uns auch darüber unterhalten, finde ich noch sehr spannend zum Erwähnen, dass Thai-Boxen und Kickboxen im Vergleich zu Boxen die härteren Kampfsportarten sind. Nicht unbedingt, weil prozentual das Kampfvolumen verteilt ist, oder? Ich sag's genauso. Also ich sag, beide Sportarten oder die Sportler trainieren 100%. Ja. Es ist eben so, dass wir Boxer 80% eben im Oberkörper haben und 20%
an den Füßen. Und Muhammad Ali hat 50-50 gehabt. Mindestens. Ja. Und bei den Kick- und Thai-Boxern ist es eben so, dass die nicht eben diese 40%, sage ich mal, mit ihren Händen haben, weil sie eben keine 20% bei den Beinen brauchen. Die brauchen alles verteilt. Also da ist 25, 25, 25, 25, bin ich auf 100%. Ja. Beim Boxer sind es 40, 40, 10, 10, bin ich auch auf 100%. Also jede Sportart und jeder Sportler, der das richtig betreibt. Wir reden ja jetzt von absoluten Hochleistungssportlern. Richtig, richtig, ja. Die werden immer ihre 100% geben, aber anders da verteilt. Das ist beim Kick- und Thai-Boxen ebenso. Und dass du erlernen ist, denke ich mir auch noch wichtig. Also dass du überhaupt weißt, ich habe genau dieses Potenzial hier, dieses hier, ja, dieses klar. hier. Also, ich habe meine Kämpfe in den Anfang 90ern gemacht, so Kick- und Thai-Boxen. Das war so aus dem Spaß heraus, weil die Kick- und Thai-Boxer früher nicht gut ausgebildet waren im Boxen. Mhm. Das waren in der Regel immer Taekwondo-Kämpfer. Die haben dir ins Gesicht getreten wie verrückt, wenn du das zugelassen hast. Aber wir als Boxer in der Zeit sind eben immer dann in Infight und da waren die dann uns dann im Nachteil. So. Genau. Und die waren ja auch nicht gedeckt und sowas. Und da warst du als Boxer natürlich toll im Vorteil. Das wurde dann aber immer besser von denen. Also es sind ja richtig klasse Boxer, diese Kick- und Thai-Boxer jetzt, gerade in dem hohen Niveau. Und das hat sich dann... Ja, Bata Hari hat ja auch vor kurzem jetzt wieder gekämpft. Ja, hat verloren, aber, ja. Es war hart, weil eigentlich ist er... Finde ich toll, der ist eigentlich der stärkste Mann gewesen. Absolut, über Jahre. Ja. Aber sein Kontrahent, der Kontrahent war, ging glaube ich auch sogar mal einmal am Boden. Ja, das ist dieser Holländer, gell? Dieser große Holländer. Den hat er zwei, ich glaube der eine ist der Verhoeven und der andere ist der, ich müsste mich jetzt korrigieren, aber der letzte Kampf. War nicht gegen den Holländer, war das ein anderer? Nee, da war nochmal, glaube ich, ein Amerikaner, aber... Der hat zweimal gegen einen Holländer verloren, das weiß ich, und jetzt hat er gegen einen anderen Mann nochmal verloren. Genau. Super. Ja, super, perfekt. Das war sehr informativ. Mhm. Ich bin dir sehr dankbar. Jetzt haben wir noch unsere fünf Fragen. Eine Schnellrunde. Da gibt es nur blau oder rot oder schwarz oder weiß. Und du musst einfach spontan antworten. Also wie gesagt, fünf Fragen an Daniel. Wir starten und ich komme zur ersten Frage. Kubaner oder Amerikaner als Gegner im Boxring? Liebe Amerikaner. Sushi oder Thai Food? Thai Food. Tyson oder Holyfield? Holyfield. Don King oder Wilfried Sauerland? Wilfried Sauerland. Und zu guter Letzt, Armdrücken oder Wrestling? Oh wei, dann lieber Armdrücken. Ja super, Daniel Tischer. Präsident Hessischer Boxverband, wir verabschieden uns jetzt gemeinsam. Das war's wieder. War schön mit euch und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fight Manager TV.